wie wir im letzten Video gesehen haben, machen Anweisungen und Methoden ist schon wesentlich übersichtlicher. Was es noch übersichtlicher macht, ist, wir sehen hier Lege 3 und neue Reihe. Wiederholen wir öfter und wir können ihm das auch sagen. Wir sagen ihm jetzt also, ich schreibe das nicht dreimal, sondern wiederhole bitte das, was zwischen diesen beiden Sachen steht, dreimal. Also ich wiederhole dreimal Lege 3 und neue Reihe. Das kann ich natürlich mit jedem Befehl machen. Das heißt, ich kann auch oben in unseren Anweisungen anfangen, hinlegen Schritt wird hier auch zweimal wiederholt. Das heißt, ich schreibe das beides einmal in die Klammer. Rechtsdrehen wird zweimal wiederholt, also schreibe ich es in die Klammer sozusagen, wiederhole, Stern wiederhole und kann so alles zweimal wiederholen lassen, was halt doppelt kommt und mir so den Code vereinfachen. Warum ist es praktisch? Naja, stellt euch mal vor, wir überlegen jetzt mal, wir machen eine viel größere Welt. Zum Beispiel sagen wir einfach mal, ich mache jetzt mal so eine Welt mit 20 Breite und jetzt sage ich ihm einfach, ja gut, dann mach es halt einfach 19 Mal. Ich habe quasi nichts am Code geändert, sondern ich kann ganz schnell, zack, 19 reinlegen, ohne Probleme. Oder, dann schauen wir uns den hier an, 100 Mal nebeneinander, ich habe einfach nur die Zahl geändert, zack, geht es. Während der hier jetzt am Arbeiten ist, könnt ihr ja schon mal das selber ausprobieren, mit dem Wiederhole-Befehl einfach all euren Code zu verkürzen. Probiert es aus. Aufgaben findest du wie immer auf der Webseite.